Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Just Sound Car Hi-Fi. Heute habe ich euch nichts Neues mitgebracht, sondern einen absoluten Dauerbrenner. Und zwar von JBL die GX602, zwei Wege, Koaxialsysteme, 16 cm. Alles weitere jetzt im Video. GX602, wenn ihr danach googelt, die gibt es schon ewig. Deswegen sind sie nicht schlechter, sondern eigentlich umso besser, weil ihr kriegt extrem viel Material fürs Geld, super durchdacht, Vorreiter von der Impedanz, also die Teile sind echt eine Wucht. Aber vielleicht der Reihe nach, wir haben ein Gitter mit dabei, gut, soweit, so normal, das haben viele. Wir haben hier aber auch einen relativ ungewöhnlichen Korb. Ich versuche euch das jetzt hier mal gerade näher zu bringen, ich zeige es euch aber auch nochmal in der Nahaufnahme. Und das Interessante ist dabei, dass hier noch ein Adapterring dabei ist, den ihr für so unfassbar viele Fahrzeuge verwenden könnt. Das ist echt krass. Das heißt, ihr habt da alle Möglichkeiten, den Woofer zu verschrauben. Also viel besser geht es gar nicht. Ihr habt eine sehr, sehr große Membranfläche, gemessen an einem 16 cm Lautsprecher und auch eine relativ hohe Maximalbelastbarkeit, aber das ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Ich sage es euch trotzdem, wir haben hier 60 Watt RMS-Belastbarkeit und 180 Watt Maximalbelastbarkeit. 92 Dezibel Wirkungsgrad, das ist auch schon eine ganze Menge. Und das Besondere, wir haben hier eine 3-Ohm-Spule. 3-Ohm-Spule ist mittlerweile ja gang und gäbe, das heißt sehr, sehr viele Lautsprecher gehen diesen Weg, um einfach ein bisschen mehr Leistung aus dem Radio rauszukitzeln oder aus der Endstufe. JBL hat das schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, also die waren da ihrer Zeit voraus. Mit dabei im Lieferumfang, wir haben noch hier Dichtband dabei, wir haben weiteres Dichtband dabei, also da ist Schrauben, jede Menge Schrauben, also viel zu viel schon fast. Es ist jede Menge Material dabei, da hat JBL wirklich an alles gedacht. Und auch bei dem Hochtöner, wenn ihr das mal in der Nahaufnahme seht, wir haben da nochmal so eine Erhöhung, so eine seitliche. Das hat akustisch schon was zu bedeuten, wenn ihr das so machen. Das heißt, je nachdem, wie ihr den Lautsprecher dreht in der Tür, habt ihr ein anderes akustisches Erlebnis. Und das ist schon sehr, sehr durchdacht. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, dann sehen wir hier einmal die beiden Kondensatoren, die für die Frequenzweiche zuständig sind. Und auch hier, vergleicht das ruhig mal mit Kondensatoren, die ihr so bei anderen Lautsprechern seht. Die sind schon sehr groß und da ist es wirklich so, je größer ein Kondensator ist, tendenziell, umso besser ist er auch. Umso teurer ist er aber auch. Und von daher, da hat JBL sich hier nicht lumpen lassen und hat wirklich eine hochwertige Frequenzweiche, gemessen an dem Preis und für ein Koaxialsystem, wirklich sehr gut gemacht. Ansonsten haben wir dann auch die Hinterlüftung der Spule, das sehen wir hier an diesen Lüftungsöffnungen und ansonsten ist es ein Standard 16 cm Korb, der über den Adapterring in nahezu jedes Fahrzeug eingebaut werden kann. Wenn ihr aber noch wissen wollt, wie das bei euch im Fahrzeug vorhanden ist, beziehungsweise was da alles nötig ist, weil klar, wir haben hier sehr viele Schraublöcher, die ihr benutzen könnt, aber es gibt sehr viele Fahrzeuge, da müsst ihr Adapterringe nochmal drunter schrauben, weil die Einbautiefe ansonsten ein Problem wäre. Die liegt hier zwar nur bei 52 mm, das ist schon sehr, sehr wenig, aber trotzdem gibt es viele Fahrzeuge, da ist auch das zu viel. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Adapterring, der das Ganze aufbaut. Und da können wir euch auf jeden Fall perfekt weiterhelfen. Auf justsound.de findet ihr zu hunderten, wirklich hunderten Fahrzeugen die passenden Adapterringe. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann bitte an support@justsound.de. Oder 06732 933 588 einfach anrufen, Auto, Automodell, Baujahr durchgeben, wollt ihr das vorne verbauen oder hinten verbauen und dann können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Es gibt von JBL auch noch jede Menge andere Lautsprecher, andere Serien, es gibt die Stage-Serie, es gibt die Club-Serie und da dann auch zwischen 10 cm, 13, 16 cm und die ovalen Varianten mit 4x6, 5x7 und 6x8 Zoll. Also wirklich für jedes Fahrzeug auch das passende Lautsprecherpärchen dann vorhanden, auch als Komponentensystem. Ihr habt natürlich auch die ganze Woofer-Range von JBL und auch passende Endstufen. Also da können wir euch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket oder ein Gesamtkonzept zusammenstellen. Und ich würde sagen, schaut euch mal die GX602 auf jeden Fall an. Dauerbrenner, seit vielen, vielen Jahren, keine Probleme mit den Lautsprechern, keine Ausfallquote, also wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ihr seid
bisher auch extrem zufrieden. Daran wird sich auch meiner Meinung nach überhaupt nichts ändern. Und von daher viel Spaß mit den JBL GX602. Alles Gute, macht's gut und ciao, ciao.